Rollstuhlserweiterung ist ökologisch wegweisend, weil der gesamte Energiebedarf und CO2-Emissionen im Vergleich zu anderen Museumsneubauten maßgeblich reduziert werden können. Und weil die Stadt Zürich Teil der Bauherrschaft ist, sind darum bei diesem Neubau auch die politischen Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft eingeflossen. Die kompakte Gebäudeform wirkt sich positiv auf die Bilanz der grauen Energie aus. Dank dem günstigen Verhältnis zwischen der Gebäudehülle und dem Gebäudevolumen wird der Materialeinsatz optimiert und damit die graue Energie reduziert. Zudem bestehen über 90% vom verbauten Beton aus Recyclingbeton mit CO2-reduziertem Zement. Mit seiner massiven Bauweise und der ausgezeichneten Wärmedämmung sorgt das Gebäude bereits von sich aus für ein ausgeglichenes Klima im Innenraum. Der grösste Einfluss darauf haben die Besuchenden. Sie bringen Wärme und Feuchtigkeit ins Gebäude. Dank empfindlichen Sensoren in jedem Raum merkt das Gebäude, wenn sich Personen darin aufhalten, und sorgt mit einer präzisen Steuerung und mit raffinierter Technik dafür, dass für die empfindlichen Kunstwerke immer die richtigen Bedingungen herrschen. Für die Temperaturregulierung ist ein ausgeklügeltes Rohrsystem in den Wänden und Decken verantwortlich, wo der Raum je nach Bedarf Wärme zuführt oder entzieht. Das passiert mit hocheffizienten Wärmepumpen, die via Erdsonde den Untergrund des Gebäudes als Wärme- und Kältespeicher nutzen. Nebst der Frischluftzufuhr sind die Lüftungsanlagen hauptsächlich für einen feuchten Haushalt im Museum zuständig. Eine präzise Steuerung sorgt dafür, dass jeder einzelne Raum die richtige Menge Frischluft mit genau dosierter Feuchtigkeit bekommt, damit sich sowohl die Besuchenden als auch die Kunstwerke wohlfühlen. Die Klimaanlagen laufen nur dann, wenn sie wirklich benötigt werden. Der Strom für den ökologisch wegweisenden Museumsbau stammt ausschließlich aus schweizerischen Wasserkraftwerken. Es wird keine fossile Energie und schon gar kein Atomstrom eingesetzt. Ungefähr 10% des Energieverbrauchs können mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach gedeckt werden. Dass es nicht mehr ist, liegt vor allem daran, dass die Dachfläche noch genutzt wird, um die Ausstellungsräume mit möglichst viel Tageslicht zu versorgen, was sich wiederum positiv auf den Stromverbrauch auswirkt. Alles in allem braucht es viele verschiedene Faktoren und Kriterien, die ineinander reinfließen, um so ein ökologisches Museum zu bauen. Es freut mich natürlich sehr, dass es das hier derart perfekt gelungen ist.